Hallo, ich bin Ralf Peters und arbeite bei den Stadtwerken Düsseldorf in der Müllverbrennungsanlage. Seit über 50 Jahren sichert sie die Abfallentsorgung der Landeshauptstadt und produziert dabei auch noch Energie. Die Anlage liefert Dampf für das nahegelegene Kraftwerk Flingern. So wird die bei der Müllverbrennung anfallende Wärme nicht einfach an die Umwelt abgegeben, sondern nach dem klimaschonenden Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung sinnvoll zur Erzeugung von Strom und Fernwärme genutzt. Hierbei ist unsere Anlage eine der klimafreundlichsten in Europa. Etwa 11% des privaten Strombedarfs der Stadt und rund 20% des Fernwärmebedarfs der Düsseldorfer Innenstadt können damit gedeckt werden. Fossile Energieträger wie Erdgas, Heizöl oder Kohle werden also umweltfreundlich durch Müll ersetzt. Ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele in Düsseldorf. Die Müllverbrennungsanlage stellt gemeinsam mit den anderen klima- und umweltfreundlichen Anlagen der Stadtwerke Düsseldorf die Fernwärme in der Stadt sicher. Durch ihre zentrale Lage ist die clevere Vernetzung von Ver- und Entsorgung möglich. Dies hat auch Auswirkungen auf den Verkehr. Der Müll der Düsseldorfer muss keine langen Strecken zu außerhalb gelegenen Müllverbrennungsanlagen zurücklegen. Das reduziert den Verkehr und schont so die Umwelt. Damit ist Düsseldorf in der Lage, die Entsorgung des Mülls eigenständig zu gestalten. Aber nun von Anfang an. Jedes Jahr kommen etwa 400.000 Tonnen Müll bei uns an. Das entspricht rund 2 Millionen Müllcontainern. Aneinandergereiht ergeben diese Container eine Kette von 2.700 Kilometern Länge. Das entspricht der Strecke von Düsseldorf nach Athen. Nach dem Abladen landet alles im Müllbunker. Drei große Kräne durchmischen den Abfall und befördern ihn durch die Aufgabeschächte in die Kessel. Dort wird's heiß. Auf 6 Metallwalzen wird der Abfall von oben nach unten durch den Verbrennungsraum transportiert. Wir nennen das Walzenrostfeuerung. Ein Verfahren, das hier in Düsseldorf entwickelt wurde. Mittlerweile kommt es in rund der Hälfte der Müllverbrennungsanlagen weltweit zum Einsatz. Das spricht für die Leistungsfähigkeit des Systems. Bei ca. 1000 Grad Celsius dauert es etwa 50 Minuten, bis der Müll verbrannt ist. Die Hitze des Feuers wird genutzt, um in einem Kessel Wasser zu verdampfen. Im Anschluss kann im Kraftwerk Flingern Strom und Fernwärme erzeugt werden. Reststoffe, die nicht verbrennen, werden aufbereitet und weiterverwendet. Das sind insbesondere Asche und Metalle. Diese werden durch den Verbrennungsprozess von Begleitstoffen befreit und können anschließend weiterverarbeitet werden. Die Metalle werden mit großen Magneten für die Wiederverwertung herausgefischt. Die Asche kann beispielsweise für den Straßenbau verwendet werden. Insgesamt bleiben von 1000 Kilogramm Müll nur noch wenige Kilo übrig, die gar nicht mehr genutzt werden können und deponiert werden. Und noch eine Sache entsteht bei der Verbrennung: Rauchgase. Die pusten wir nicht einfach so in die Luft. Wir reinigen sie, bis sie so sauber sind, dass die Messergebnisse unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Müll, den die Bürgerinnen und Bürger in die Tonne schmeißen, wird bei uns somit in einem gut durchdachten Prozess nicht einfach entsorgt, sondern in klimaschonende Energie umgewandelt. Und landet nicht in der Umwelt. Eine saubere Sache, unsere Müllverbrennungsanlage.